Herzlich willkommen, hier ist wieder euer Landvogt und ich möchte euch auch willkommen heißen zum mittlerweile 9. Tutorial-Video. Und ich mache dieses Video eigentlich nur, weil ich euch noch mal ein bisschen etwas über die Hafeninvasion zeigen möchte. Vielleicht ganz kurz mal zum Überblick: Wir spielen Kanada, beziehungsweise das Kanadische Reich. Und wir sind kein Verbündete mehr der Alliierten, sondern sind mittlerweile den Achsenmächten beigetreten und pflegen auch sehr gute Beziehungen eben zur USA. Da sieht man hier 181, ist wunderbar. Und wir befinden uns auch im Krieg mit dem Vereinigten Königreich. Das sieht man hier, ja, ein tolles Land, wie ich finde, und möchten dort auch unseren Brexit jetzt so langsam vollziehen. Doch wir haben eigentlich auch eine weite Reise über den Atlantik. Und was besonders wichtig ist, möchte ich euch jetzt einfach mal erklären, damit wir eben zum Beispiel hier in Nordirland einziehen können. Also zuallererst ist es natürlich schon von Vorteil, wenn wir unsere Invasionen hier nehmen würden und planen den sogenannten Seeinvasionsbefehl. Das ist also der erste Schritt. Und wir müssen natürlich dann immer die Provinz angeben, von der die Invasion gestartet werden soll. Und das kann logischerweise auch nur eine Provinz sein, die einen Hafen besitzt. Also klicken wir einfach mal hier auf diesen Hafen hier, beziehungsweise auf diese Provinz. Und jetzt wird im Prinzip, der Ankunftshafen erfordert. Aber es muss kein Hafen sein, es kann auch jede x-beliebige Provinz des Landes sein, das eben an einer Küste liegt. Und da das eben eine Küstenregion ist, es bietet sich aber an, direkt an den Hafen anzudocken, denn das sichert auch gleichzeitig unsere Nachschubwege. Und das wollen wir eigentlich auch machen. Also wir möchten hier an diesen Hafen andocken. So, dann wird hier dieser Pfeil dargestellt, der natürlich sagt, okay, das würde soweit gehen. Und es sind aber keine Divisionen aktuell zugeordnet. Und um diese Divisionen zuzuordnen, wählen wir auch einfach mal unsere Armee aus. Ja, die wurde jetzt hier markiert. Und gehen auf den sogenannten Divisionszuweisungsmodus. Das ist der dritte von rechts. Und klicken dann einfach diese Linie hier an. Und jetzt steht hier eigentlich Gesamtlimit 10 und gewählte Divisionen 15. Das heißt, wir müssen oder können maximal nur 10 Divisionen dieser Invasion hinzufügen. Ich glaube, mittels Perk kann man das Ganze auch ein bisschen erweitern. Das weiß ich aktuell nicht. Ich habe da noch nicht nachgesehen. Vielleicht könnt ihr das auch machen. Wenn ich das später gemacht habe, werde ich das sicherlich in der Beschreibung ergänzen. Wenn ihr das allerdings wisst, schreibt es in die Kommentare, denn dann hat jeder was davon. Das fände ich voll super von euch. Okay, das heißt, ich wähle jetzt hier erstmal ein paar weniger Divisionen aus. Ich nehme mal am besten die ganze Kavallerie mit raus. Die brauchen wir ja eh nicht. Wozu denn auch? Die Pferde. Nicht, dass die hier das Toben anfangen auf dem Schiff. Wer weiß. Abwählen. So, jetzt haben wir nur noch 10. Oh, 9, glaube ich. 9 sind es jetzt nur noch. Ne, 10 haben wir. Und gehen, wie gesagt, in diesen Divisionszuweisungsmodus und können das dann auch machen. Zack, das ja auch. Zack, 10 Transporte. Passt. Und jetzt gibt es noch den sogenannten Vorbereitungsmodus. Das sagt er hier einfach auch in diesem Tooltip schon. Wir haben uns auf 0 der 70 erforderlichen Tage vorbereitet. Also das ist auch so eine Sache mit den Schlachtplänen, wo man einen bestimmten Boni dann auch bekommt. Beziehungsweise, ich glaube, die schippen sogar auch erst los, wenn diese 70 Tage verstrichen sind. Also auch wenn ich jetzt hier auf Ausführen gehen würde, dann würden die losschippern. Aber das ist noch nicht alles. Denn wenn wir jetzt hier auf Ausführen gehen möchten, dann heißt es hier, dass wir noch nicht genügend Pläne hätten. Wir haben einfach noch nicht ausreichend Informationen, um eine Invasion zu wagen. Und das ist eigentlich eine sehr schwammige Beschreibung, wie ich finde. Denn das sagt im Prinzip darüber aus, dass diese Seeregionen, ich wechsle am besten mal in den Marine-Strategie-Modus, dass diese Regionen einfach nicht erforscht sind. Und wir wissen eigentlich gar nicht, sind hier Gegner zu sehen, ist überhaupt unsere Transportroute sicher? Das sagt im Prinzip dieser Text aus. Und um das sicherzustellen, müssen wir einfach unsere Schiffe entweder auf Geleitschutz schicken oder eben die einzelnen Küsten ja patrouillieren lassen oder die einzelnen Seeregionen. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen am besten in unseren Hafen und haben hier zwei Flotten stationiert. Einmal das Kanadische Reich Flotte 1 sowie
Ich glaube, Atlantic Squadron. Ja, insgesamt sieht man das Ganze natürlich ja auch hier oben rechts unterhalb des der Zeitleiste. Dann kann man hier auf Marine klicken und wir sehen, wir haben hier drei Schiffe. Ja, Namen jeweils auch dazu. Also es sind drei verschiedene Flotten. Und wenn wir eine mal ausgewählt haben, ist es eigentlich wichtig, sie erstmal außerhalb des Hafens zu schicken. So, jetzt ist sie hier. Und jetzt können wir sagen, wir wollen dich auf Patrouille schicken. Dann klicken wir einfach hier auf Patrouille und wählen die entsprechenden Regionen jetzt auch an, die wir patrouillieren wollen. Und es ist besonders wichtig, die Regionen anzuwählen, wo eben auch unser Schiff, unser Konvoi, dann ja, durchfahren wird. Oder man richtet sich einfach hier unten an diesen ja, Schlachtplan aus, an diesen Seeinvasionsbefehl. Und da heißt es eben auch zum Beispiel die Labradorsee, beziehungsweise das, die haben wir hier gleich, ja, oder eben Mittelmeeratlantik, Mittelatlantischer Graben, Nordatlantischer Rücken und Westansteuerung. Und ich fange jetzt hier einfach mal an mit einem Rechtsklick, können wir die Region hinzufügen, dann wird das so leicht grün schraffiert und wählen dann auch gleich mal noch, was brauchen wir, den Mittelatlantischen Graben? Ja, den brauchen wir. Und ich weiß nicht, brauchen wir den Atlantik sogar noch? Nein, den brauchen wir nicht. Den Nordatlantischen Rücken, den wählen wir mal mit aus. So, und wenn wir das gemacht haben, wir können nur maximal drei hinzufügen. Ja, beim vierten würde er jetzt modern, dass es nicht geht. Dann würde, und wir haben jetzt mal ganz kurz mit der Zeit gespielt, auch hier eine grüne Umrandung stattfinden. Das Ganze ist hier ein bisschen rot, weil sich hier, oder wir wissen hier noch nicht besonders viel über diesen, ja, zum Beispiel Nordatlantischen Rücken, und da können sich einfach auch Schiffe verbergen. Und wenn aber unser Zerstörer in diesen Atlantik eingedrungen ist und hat das meiste patrouilliert und er hat auch keine Schiffe gefunden oder keine Feindpräsenz entdeckt, dann wird das auch komplett grün. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch ein bisschen vorspulen. Tut alle aktuell noch nichts. Okay. Wenn wir jetzt wieder auf unseren Seeinvasionsbefehl schauen, dann steht hier auch wieder nur Mittelatlantik und Westansteuerung. Also die sind auch noch ganz wichtig. Also Mittelatlantik brauchen wir also auch noch. Und dann nehmen wir am besten unsere zweite Flotte, die sich ja jetzt hier aktuell. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Kanadische Reichsflotte 1. Ich glaube, die habe ich doch gerade losgeschickt, oder? Hier ist die Labradorsee. Okay, Ostkanada, die sind also noch zu Hause. Die schicken wir auch erstmal raus. Beziehungsweise, es würde nicht gehen. Ich lasse die jetzt mal hier drin. Wenn ich hier jetzt schon auf Patrouille gehen würde, dann habe ich. Dann kann ich zwar hier diese. Ja, den Mittelatlantik auswählen. Und ich nehme jetzt trotzdem mal noch den Mittelatlantischen Graben dazu. Aber sie würden. Oh, jetzt macht das. Okay, jetzt ist er auch draußen. Ist ja schön. Also habe ich vorhin ein bisschen Quatsch erzählt. Wahrscheinlich funktioniert das auch so. Ich mache es aber meistens immer so, ich schicke sie erst auf eine kleine Region und dann macht das auch erst grün. Ich hatte eben auch schon diesen Bug. Wahrscheinlich war das einfach ein Bug, dass die Schiffe überhaupt nicht aus dem Hafen rausgefahren sind. Aber gut, jetzt machen sie es ja. Das ist ja toll. Also wählt euch aus, wie ihr das machen möchtet. So, und jetzt, wie gesagt, unternehme ich mal das noch für den letzten. Für die Flotte 2. Sag Patrouille Westansteuerung. Das hier ein bisschen grün. Und wenn das komplett rot wäre, dann würde es natürlich auch schon viel bringen, wenn wir einfach mal das Schiff in die Region, wie zum Beispiel Westansteuerung, hier mit reinziehen würden. So, und ich nehme auch gleich mal die drei hier. Beziehungsweise ich nehme nicht die Labradorsee. Ja, ich kann das nicht mehr abwählen, das ist auch doof, sondern ich muss hier, glaube ich, Steuerung drücken. Dann nimmt er das wieder weg. Oder komplett weg. Was macht er denn jetzt? Halten. Ich möchte. Genau. Nordatlantik, Westansteuerung und gleich die Nordsee. Schaue ich mir mal mit näher genauer an. So, und wenn wir das jetzt gemacht haben, wir lassen wieder ein bisschen vorspulen, dann sind auch die grün. Und jetzt wäre es möglich, dass wir den Schlachtplan ausführen. Und ich mache das jetzt auch einfach mal. So, aber unsere Truppen befinden sich einfach noch nicht auf dem Weg, sondern wir müssen wirklich abwarten, bis dass diese Vorbereitung abgeschlossen ist. Und ich melde mich jetzt gleich wieder. Huch, da hat es jetzt auch gerade gescheppert. Und das ist ein guter Punkt, wenn das mal scheppert. Denn das hat etwas ganz Bestimmtes zu sagen. Und zwar sind das normalerweise. Auch Militärzugang erfordert die einigen Staaten. Möchten Truppen durch unser Gebiet bewegen. Normalerweise, wenn das so scheppert, heißt das, dass dass eine Schlacht stattgefunden hat.
Aber hier ist gar nichts. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen getäuscht. So, also ich melde mich gleich wieder, wenn entweder eine Schlacht stattfindet oder wenn wir eben unsere Truppen auf den Weg sind. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier eine Schlacht. Wie man sieht, Angreifer eine Flotte, Verteidiger eine Flotte. Also es ist doch so, wenn dieses Geräusch erklimmt, dann bekommen wir hier eine Schlacht. Und hier sieht man dann auch, das Kanadische Reich kämpft gegen das Vereinigte Königreich eben auf hoher See. Und ja, jetzt sind diese beiden Schiffe hier und die betteln sich und scheinbar haben wir das Ganze gewonnen. Oder geflüchtet, ich weiß es nicht, ist jetzt auf einmal weg gewesen. Egal, ich melde mich gleich wieder auf jeden Fall, wenn wir den Seeinvasionsbefehl starten können. Bis gleich. So, jetzt hat im Prinzip ist jetzt diese Linie so gestrichelt geworden, das heißt unser Plan wird jetzt auch ausgeführt. So, ich spule mal ein bisschen vor, da schippern unsere Truppen jetzt über den Atlantik, ja, über den großen Teich. Und mal sehen, was hier passiert. Gleich sind wir da, gleich haben wir Nordirland erreicht. Besonders. Also jetzt gehen wir ein bisschen mit der Geschwindigkeit zurück. Huch, wo fahrt ihr denn hin? Das ist nicht schlecht. So, und jetzt kommt es gleich zum Kampf. Oder auch nicht, die Truppen sind gar nicht da. So, und jetzt sind wir hier auf dem Land und können uns im Prinzip frei durchbewegen, wie wir möchten. Und das machen wir jetzt auch. Und haben im Prinzip jetzt gleich Nordirland eingenommen. So, Nordirland gehört uns. Wie schön. Und das Doofe ist natürlich, ihr müsst hier jetzt auch wieder so ein Seeinvasionsbefehl machen, aber habe ich alles schon gemacht und das zeige ich euch gleich. So, und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann sieht das dann letztendlich so aus. Ja, Kanadisches Reich, das existiert jetzt hier, Großbritannien, der Brexit ist vollzogen, es gibt kein Vereinigtes Königreich mehr, also alles super. Und ja, wie gesagt, ich habe da noch ein bisschen weiter gespielt. Das ist der aktuelle Stand, wir haben überall unsere Finger im Spiel. Und ja, das Bittere ist, wir haben auch hier ein freies amerikanisches Reich, das sich hier jetzt zu Wort meldet. Und ja, im Prinzip fingiert hier ein bisschen Deutschland, beziehungsweise Deutschland baut hier von ausländischen, baut hier bestimmte Beziehungen auf. Und was mir so gar nicht gefällt, ist, dass eigentlich die USA mehr oder weniger gegen uns fingiert hat. Jetzt vielleicht gerade wieder nicht mehr, vielleicht haben die das zurückgezogen. Aber dann Nicht-Angriffspakt mit anderen Nationen, also den haben wir definitiv noch. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Denn selbst wenn die hier bei uns, wir hätten keine Truppen mehr im Kanadischen Reich, das wäre richtig bitter. Aber ich denke, das freie amerikanische Reich könnte sich hier ein bisschen durchsetzen. Nun denn. Ja, ganz Italien hat hier Städte übernommen. Japan ist auch riesig und die Sowjetunion, es sind immer noch 42. Die Deutschen verstehen sich mit der Sowjetunion perfekt. Egal. Der Krieg hier unterbrochen, oder wie? Naja, keine Ahnung. Wie gesagt, so geht das Ganze mit der Hafeninvasion. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hat es euch gefallen? Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo wäre nicht schlecht und ich wünsche euch, ich glaube, ein schönes Wochenende. Es ist Freitag und hoffentlich wird es bald ein bisschen wärmer und schöner. Alle bei dieser Regen. Egal. Habt ihr Wünsche zu irgendeinem Tutorial? Fragt mich. Der nächste Patch 1.1, glaube ich, ist ja mittlerweile auch schon draußen. Mal schauen, vielleicht werde ich da auch eine kleine Zusammenfassung machen. Keine Ahnung. Wenn es gewollt ist, mache ich das gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis bald.